Das Horn erschallt zum Halali. In Deutschland ist Jagdsaison. In einem Wald bei Magdeburg lädt der Landesforstbetrieb zu einer Drückjagd. Ob Wildschwein oder Fuchs, für 40 Euro Startgebühr heißt es feuerfrei. Jagd ist für mich nicht nur ein Hobby, das ist eine Passion. Und ich kann jedem nur nahelegen, nicht nur aus irgendwelchen Modegründen oder Statussymbolen die Jagd auszuüben, sondern das muss tief in einem drin stecken. Die Verwurzelung mit der Natur und so wie bei uns auch mit den Hunden. Um überhaupt ein Tier vor die Flinte zu bekommen, wird arbeitsteilig vorgegangen. Die sogenannten Treiber scheuchen das Wild auf, die Schützen auf den Hochsitzen erledigen den Rest. Bei so viel List hat das gemeine Wildschwein keine Chance. Ablassen! Alle beide hier ran. Kommt her. Flori, komm her, komm. Cora auch. Hier kommt er ran. Da gucken wir gleich mal nach, wo das den Schuss hat. Auf alle Fälle war er tödlich. Ja. Sehen Sie hier in den Kammerbereich. Und ist es so gut, da hinzuschießen? Das ist ein guter Schuss. Das ist ein guter Schuss. Das Stück ist nicht mehr weit gegangen. Doch das Hegen und Pflegen durch Töten hat nicht nur Freunde. Militante Tierrechtler blasen zum Gegenangriff. In Anti-Jagd-Foren mobilisiert die Szene zum Widerstand. Für die Tierfreunde sind Jäger Mörder, die es zu bekämpfen gilt. Besonders beliebt im Kampf für das entrechtete Wildbret, Sabotageaktionen gegen Hochsitze. Betroffen ist in diesem Jahr vor allem der Norden der Republik. Dutzende Hochsitze verarbeiteten die Tierrechtler in den letzten Monaten allein in der Region um Kiel zu Kleinholz. Mehrfach wurde auch Förster Helmut Mielke zur Zielscheibe. Wir sehen hier gleich einen dieser Hochsitze, die jeweils mit einem Bekennerschreiben versehen waren. Die Dächer sind abgesägt worden und der ganze Hochsitz ist dann umgekippt. Das ist im Grunde eine sichere Art der Zerstörung. Wir haben im Frühjahr erlebt, dass Hochsitze nur angesägt worden sind und dann besteht auch Gefahr für Leib und Leben. Seit die Tierrechtler zur Säge greifen, ist manchem Jäger mulmig. Oberstes Reviergebot: Wachsamkeit. Wir müssen immer wieder damit rechnen, weil wir hier gegen einen fast unsichtbaren Gegner kämpfen. Aber die eigene Sicherheit ist vorrangig. Das bedeutet also, wir schärfen die Sinne bei unseren Mitjägern, dass jeder wirklich seinen Hochsitz kontrolliert und jeder für sich selbst dann auch verantwortlich ist. Wie die Saboteure bei ihren geheimen Operationen vorgehen, zeigt ein vor kurzem entstandenes Video, das Spiegel TV zugespielt wurde. Bevor es ans Sägen geht, wird die Statik des Hochsitzes fachmännisch analysiert. Normalerweise wäre es eigentlich nur notwendig, wenn man die Streben abmacht. Ja. Und dann könnte man den knicken. Oder man sägt ihn hier vorne mit an. Also ich würde den schon hier einmal in der Mitte drin, glaube ich. Weil ja, aber nur, man braucht ihn ja wahrscheinlich nur ansehen. Also. Mit Hilfe eines Seils wird der Ansitz schließlich zu Fall gebracht. Anarchie im Namen der Tierliebe. Die Täter im Video gehören zur Animal Liberation Front, kurz ALF. Die in autonomen Zellen organisierte Guerillatruppe gilt als Speerspitze der radikalen Tierrechtsbewegung und agiert international. In Internetvideos brüstet man sich mit militanten Attacken. Das Spektrum ihrer Operationen reicht von Befreiungsaktionen bis hin zu Einbrüchen und Vandalismus. In einem veganen Restaurant in Hannover treffen wir André Gamerschlag vom Verein Die Tierbefreier. Er übernimmt die Pressearbeit für die militanten Kameraden der ALF. Wenn es um Jäger geht, ist die Zerstörung fremden Eigentums für ihn Ehrensache. Ich finde es eine positive Sache, dass es Menschen gibt, die nicht nur appellieren an die Politik, die seit Jahrzehnten nichts ändert, obwohl das schon mehrmals versucht wurde, sondern die auch den nächsten Schritt gehen und versuchen, irgendwas dagegen zu unternehmen, also auch auf Sachbeschädigungen setzen gegen eben diesen Mord. Ansichten, die man auf der jährlichen Jagdmesse in Leipzig nicht verstehen kann. Hier herrscht Einigkeit. Gezielte Attacken auf Jagdeinrichtungen sind gemeingefährlich und kaum zu verhindern. Am schlimmsten sind die Sprossen, wenn sie angesägt werden von hinten oder so, oder von hinten, wenn man drauf tritt, da brechen sie durch. Oder wenn die Leiter dann in der Mitte angesägt wird, da bricht sie genauso dann. Umso mehr man die sicher macht und verrammelt, zum Beispiel die Kanzel, wenn man dann Schloss davor hängt,
Da machen sie mehr Schaden als alles andere. Lieber offen lassen, da können sie reingucken und ist eh nichts drin. So viel zur Schau gestellte Liebe zur Jagd provoziert Protest. Bevor es zum Eklat kommt, geht der Veranstalter lieber gleich auf Nummer sicher. Der Eingang, rechts neben dem Eingang, außerhalb dieses Geländes, ist dort vorne vor dem Pollern. Das ist unser Gelände und wir haben das Hausrecht. Ja, und Sie haben die nicht bei mir angemeldet, sondern beim Ordnungsamt. Genau. Das heißt, das Ordnungsamt verfügt nicht über unsere Fläche. Ja, also das Ordnungsamt hatte mir gesagt, dass nochmal Rücksprache gehalten wurde und wir auf das Gelände dürfen. Nein, das ist nicht, das ist nicht richtig. In sicherer Entfernung darf schließlich demonstriert werden. Zum guten Szeneton gehört auch die Reflexion des eigenen Verhaltens. Militanz mit Herz. Vielleicht könnte man einen Zettel schreiben an den Jäger. Lieber Jäger, wir möchten dich in dieser Tat nicht bedrohen. Es geht uns nur um den Schutz fühlender Lebewesen. Und deswegen haben wir deinen Hochsitz abgesägt. Und fühl dich dadurch bitte nicht bedroht. Wir wollen einfach nur nicht, dass du Tiere umbringst. Und in der Zeit, wo du das Ding wieder aufbauen musst, kannst du keine Tiere umbringen. Dass der Kampf gegen das Tierleid nicht immer ganz durchdacht ist, zeigt sich am Beispiel einer Pelzfarm bei Magdeburg. Vor 6 Jahren befreiten Unbekannte 15.000 amerikanische Nerze, sogenannte Minks. Die wurden in der Region prompt zu einer echten Plage. Sie haben sich von Grabo aus ausgebreitet, sind entlang der Elbe gewandert. Und schon 2008 hat sich das ganz stark bemerkbar gemacht, dass wir hier eine große Population mittlerweile hatten und die haben sich ja immer mehr vermehrt. Und seitdem haben wir dieses große Problem, dass wir unsere Vogelschutzgebiete hier heimsuchen. Und da richtet der Neuankömmling immense Schäden an. Denn die heimische Tierwelt ist für Angriffe des US-Imports nicht gerüstet. Hier ist dieses Schilfgebiet, was wir im Hintergrund sehen. Da sind eben diese Minkes zu Hause und töten eben praktisch alles, was sie irgendwo kriegen können. Hier zum Beispiel eine Lachmöwe, wo das Gelege zerstört ist, mitsamt den Altvogel. Man sieht ihn doch typisch, den Mink, der frisst sie gar nicht auf, der macht sie nur tot. Ausrotten lässt sich die Armee der Minks nicht mehr. Es geht nur noch um Schadensbegrenzung mit Hilfe spezieller Fallen. Hier haben wir noch eine Falle. Jetzt hoffen wir mal, dass hier was drin ist. So ist es zumindest erstmal. Also dürfte auch was drin sein. Ja, hier haben wir einen Mink gefangen. Dieser Mink muss jetzt getötet werden. Man kann ihn ja nirgendwo wieder aussetzen oder woanders hinsetzen. Wäre ja sinnlos. Also muss er, so leid er das tut, er muss eben sterben, um größeren Schaden zu verhindern. Und so kommt es, wie es kommen soll. Ein Gnadenschuss für den Artenschutz. Der Mink muss jetzt entsorgt werden. Das heißt, er wird vergraben. Man hat Kampfmaschinen auf die heimische Natur freigelassen. Diese ganze Aktion war ein Anschlag auf unsere heimische Tierwelt und hat also praktisch mit Tierschutz gar nichts zu tun. Es ist eigentlich nur eine strafbare Handlung gegen die Natur. Zurück zum Guerillakampf der ALF. Die Nacht ist noch jung und Angriffsflächen gibt es ausreichend. Das ist auf jeden Fall ein ganz schönes Mordsding irgendwie. Von dem werden ja auch konkret Tiere abgeknallt. Und deswegen ist es schon gut, dass wir den jetzt, glaube ich, mal in die Waagerechte bringen. Zum Schluss wird mit der Spraydose das Revier markiert. Die Umsäger machen ihre Sache gründlich. Denn laut Regelbuch der ALF sollen Verletzungen vermieden werden. Auch Jäger seien schließlich Lebewesen.